Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Diamant. Ja, beim letzten Mal sind wir hier auf Route 217 stehen geblieben. Der bitterkalten Schneesturm-Route, whatever. Ja, hier herrscht einfach ein Schneesturm und sie ist bitterkalt. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und wir laufen hier in einem Top rum und einem Rock. Oder hier... Nee, sie hatte keinen Rock, oder? Ich weiß es doch nicht mehr, meine Güte. Ist ja auch eigentlich egal, wie wir rumlaufen. Wir laufen auf jeden Fall zu kurz für diese Route herum. Aber gut, wir müssen ja nicht selber da rumlaufen. Von daher kann es mir eigentlich egal sein. Leicht bekleidete, Mädchen. Im Sommer ein Traum eines jeden Jungs, oder? Im Winter auch, vielleicht. Ich weiß es nicht. Auch wenn es für die ein bisschen kalt sein könnte. Aber es ist auch so eine Sache, die ganzen Leute, gerade irgendwie Mädchen bei uns in der Schule, hört man manchmal so ein bisschen mit. Ja, mir ist so kalt, es ist so kalt heute. Und dann Jacke auf, eine Hose, die noch ein bisschen hochgekrempelt ist, also so, dass man die Knöchel sieht. Da braucht ihr euch nicht zu wundern, wenn euch kalt ist. Da braucht man euch... Braucht ihr euch echt nicht zu wundern, wenn euch kalt ist. Da bringt auch eine dicke Jacke nichts mehr. Wenn ihr die nicht zumacht. Aber das verstehe ich sowieso nicht. Die gehen so nach dem Motto, immerhin sehe ich gut aus. Aber Hauptsache, sich über die Temperaturen beschweren, ne? Ist klar, ne? Naja, muss man nicht verstehen. Gut, ich laufe auch gerne lieber mit einer offenen Jacke herum als mit einer geschlossenen, weil es meiner Meinung nach ein bisschen bequemer auch ist, aber wenn es kalt ist, dann mache ich die auch zu, meine Güte. Wenn man dann noch friert, dann hat man halt eine zu dünne Jacke an. Habe ich meistens, aber egal. Mann, Jordan, greif doch mal an, meine Güte. Immer diese Luxtras. Die Luxtra von heute sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Vor allem, du kämpfst gegen einen scheiß Golbart. Du bist im Vorteil, im Typenvorteil. Du würdest das mit einem Funkensprung weghauen. Na geht doch. Meine Güte, diese Verwirrungen brauchen aber echt lange. That is not good. That is really not good. Muss ich einfach mal so sagen hier. That's not good anymore. Warum ich jetzt anymore gesagt habe, ich weiß es nicht. Ja, jetzt hast du die Hälfte deiner KP verloren und... hast dich gegen ein Golbat blamiert. Das geht so gar nicht, Jordan. Da müssen wir aber nochmal mit ins Trainingslager gehen. Ja. Da müssen wir nochmal ins Trainingslager gehen. So, ich will hier eigentlich noch gegen die ganzen Trainer kämpfen. Weil ein paar sollten hier eigentlich sogar noch unterwegs sein. Ich will jetzt eigentlich... ja... ich muss... oh... der Schnee ist ganz schön hoch, will ich mal so gesagt haben. Da ist noch einer. Na komm. Mit wem kämpfen wir da? Ich sag mal Skuntank. Skuntank muss auch noch ein Level up erreichen, deshalb kommt jetzt mal Skuntank dran. Meine Güte, wie viele Trainer gibt's denn hier? Ich will heute noch wenigstens Blitzach erreichen. Mei, oh mei, es geht mal so gar nicht. Valentin mit 4 Pokémon. Ich wette 4 Zubat. Na? Wer wettet dagegen? Wahrscheinlich diejenigen, die wissen, was für Pokémon er hat. Und diejenigen, die wissen, dass er keine 4 Zubats hat. Aber ist mir doch egal, meine Güte. Man kann sich ja über Sachen aufregen, ich weiß ja nicht. Naja, ja, worüber könnte man mal ansonsten reden? Ja, im letzten Part habe ich ja über jetzt will ich schon wieder Pokémon sagen. Über die Nintendo Switch geredet. Nintendos neueste Konsole, okay, hat wirklich keine, Dingskirchen. 4 Zubats, ist ja gut. Ist ja gut, ist ja gut. Dann hat er eben noch einen Glibunkel. Meine Güte. Ja, über die Nintendo Switch geredet und da habe ich jetzt eigentlich nur die Daten dazu gesagt, aber nicht, was ich so davon halte bisher, ne?
Zudem habe ich noch etwas vergessen, und zwar hatte ich das erwähnt mit dem Online-Modus? Ich weiß es gar nicht. Also, dass sie 330 Euro in etwa bei uns kosten wird. Also $299 kostet sie ja, und man geht davon aus, also Amazon listet sie ja momentan, glaube ich, für 330 Euro in etwa. Mediamarkt, glaube ich, haben manche behauptet, 350 Euro herum. Und so um den Dreh wird sie wahrscheinlich zu Release auch kosten hier in Deutschland. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Und naja, ich weiß nicht. Also die $299, wenn die auch wirklich ein Euro wären, das wäre schon angebracht, da würde ich sagen. Also 300 Euro sollte sie schon meiner Meinung nach kosten. Also mindestens, na höchstens. Ja, allerhöchstens 320, im besten Falle noch mit dem Spiel oder so dazu. Muss ja jetzt nicht ein Zelda oder so sein für 320 Euro. Aber wenn da wenigstens irgendein Spiel dabei läge noch. Weil offenbar wird es ja so sein, dass sie nicht mal ein Spiel dabei legen. Also nur die Konsole liefern und man sich dann noch extra dazu ein Spiel holen soll. Nintendo, das ist nicht so ganz nett. Man soll 320 Euro für die Konsole ausgeben und soll dann nochmal, ich denke mal, Zelda wird schon mal zur Release so 50, 60 Euro wird es wahrscheinlich kosten. Würde mich wundern, wenn nicht. Also so 50 Euro gehe ich mal schon von aus. Ey, komm, Typ, Dankeschön. Wer auch ging, ich kämpf mal, Freund, ja. Also so, ja, 320 Euro plus nochmal das Spiel und die Hardware dazu, die man sich eben noch dazu kaufen kann. Dann eben extra dazu. Soll auch nicht gerade günstig werden, also so Controller und alles mögliche wird wahrscheinlich dann auch wieder bei so 40, 50, 60 Euro liegen. Aber gut, da ist Nintendo ja sowieso ein bisschen eigen, was die Preise von dem ganzen Zeug angeht. Nebenbei ist Schneebedeck ein echt cooles Pokémon. Hätte das nicht die Fähigkeit Hagelalarm, wäre das auf jeden Fall ein Kandidat für mein Team. Ich habe noch nie ein Schneebedeckenteam gehabt, aber ich wollte das so oft mal nutzen, weil ich Lex Blizzard, also die Weiterentwicklung von Schneebedeck, einfach so cool finde. Aber es ist wie bei Despotar, die Fähigkeit macht's dann aus, dass ich mich dagegen spreche. Weil, ja, ein Pokémon, das immer den Hagel beschwört, ist beim Team, das kein Hagelteam ist, ein bisschen nervig. Ich bin allgemein, ja, für Playthrough-Teams nicht so der Fan von solchen Fähigkeiten, die eben das Wetter beeinflussen. Davon bin ich wirklich nicht so der Fan von. Deshalb nutze ich die auch selten. Bei einer Nuzlocke wäre es vielleicht nochmal was anderes, aber auch da sind solche Sachen ja ein bisschen blöd. Ich meine, wenn man dann eben Pokémon im Team hat, die nicht immun gegen dieses Wetter sind, also zum Beispiel Sandsturmschaden bekommen oder Hagelschaden, dann ist das ein bisschen blöd. Memento Mori, nee, ganz gewiss nicht. Die dümmste Attacke, die es gibt. Na, eine der dümmsten Attacken. Also, Memento Mori, einfach eine Attacke, man verliert alle seine KP, also wie bei Explosion oder so, und senkt einfach nur die Werte des Gegners. Ich glaube, Spezialangriff oder beide Verteidigungswerte oder Angriff, irgendwas davon. Und das eben um zwei Stufen. Also, ja, zwei Stufen, um einen ganzen Wert. Also, man halbiert es. Und dafür sein eigenes Pokémon zu opfern, ich weiß nicht, das lohnt sich nicht so wirklich. Da gibt es sinnvollere Attacken. Gut, wenn man jetzt nur noch ein KP hat oder so, dann okay. Damit man eben den Gegner noch mal ein bisschen vorschwächen kann. Wieso hast du so viel Schneebedeck, Mann? Meine Güte, Raimund. Wir sind bei 10 Minuten und wir sind immer noch auf diesem Abschnitt hier. Das geht so gar nicht. Ich habe gesagt, ich würde noch am Blizzard ankommen.
Meine Güte, ey, wie lange braucht man denn hier für diese Route? Ist ja schlimm. Na gut, wahrscheinlich, weil ich ansonsten immer diese Route skippe. Also, skippe, in Anführungszeichen, ich nimm halt immer so die, also ich lasse die meisten Gegner meistens aus. Die Gegner, die man auslassen kann, die lasse ich dann auch aus, weil meistens habe ich eh keinen Bock auf diese Gegner. Und deshalb lasse ich sie einfach immer aus. Ja, und ich glaube, Knaxel auf dieser Route wird ein bisschen blöd einzusetzen. Aber versuch's trotzdem mal. Ist auch das einzige Pokémon, was ich noch entwickeln muss. Um ein voll entwickeltes Team zu haben. Und das will ich ja schon gerne haben. Hallo, du. Ja, zurück zur Nintendo Switch. Na, Kopfhörer. Ist gerade ein bisschen unbequem auf dem Ohr, aber egal. Natürlich hat die Schneebedeck. Meine Güte. Zurück zur Nintendo Switch. Ja, hier könnte man jetzt auch wieder was sagen. Schneebedeck, die unterschiedlichen Formen. Also, das Weibliche hat eben da diesen einen Streifen da, diesen braunen Streifen da. Weiß und das Männliche eben braun. Hat man ja eben gesehen, aber egal. Wie gesagt, zurück zur Nintendo Switch. Ich würde eigentlich sagen, dass die Nintendo Switch Potenzial hat. Es kommt nur ganz darauf an, was Nintendo daraus macht. Die Wii U hätte potenziell auch Potenzial gehabt, was zu werden. Nintendo hat es aber verkackt. Sei es jetzt Marketing, allein schon die erste Präsentation dazu. Also es gab ja auch einige Leute, die dachten, die Wii U wäre nur eine Erweiterung der Wii und keine eigenständige Konsole. Und naja, wenn Nintendo das schon verkackt, dann ja, sollte man sich Gedanken machen, was das Marketing angeht, weil dann haben sie verkackt, wie gesagt. Ich komme mir nur so schmählich vorwärts, hier ist so viel Schnee, meine Güte, wo kommt der her? Ja, das frage ich mich auch. Wo kommt dieser ganze Schnee her? Oh, das ist noch einer. Meine Güte, wo kommt ihr eigentlich alle her? Und ja, ich bin einfach mal gespannt, was Nintendo nun aus ihrer neuen Konsole macht. Hardware-technisch scheint sie sogar unterhalb der PS4 bzw. Xbox One zu sein. Was meiner Meinung nach schon ein bisschen lächerlich ist, dass sie es immer noch nicht geschafft haben im Jahr 2017. Oh, warte mal. Oh, stimmt, das war ja Flug. Mann! Wasserflug-Pokémon, das habe ich ganz vergessen. Dass sie eine Konsole, die im Jahr... Wann kam die raus? 2013 kamen die beiden noch raus, oder? Also die PS4 und Xbox One. Und die sind jetzt hardware-technisch auch nicht so... Also, hardware-technisch mit einem PC aus diesem Jahr können sie auch nicht mithalten. Gut, ein PC in diesem Preisbereich, natürlich schlägt das jede Konsole da, aber außer die Wii U vielleicht, aber egal. Weil für den Preisbereich bekommt man sowieso nichts Atemberaubendes beim PC. Aber da muss man dann eben auch nochmal bedenken, man braucht eben auch ein bisschen mehr als bei einer Konsole. Damit die gut läuft. Beim PC sind 7 Komponenten wichtig. Netzteil, Festplatte, Arbeitsspeicher, Mainboard, Prozessor. Mach mal, Netzteil, Arbeitsspeicher, Prozessor. Festplatte. Gehäuse. Na gut, ein Gehäuse muss man nicht mal unbedingt haben. Muss man ja dazu noch sagen, weil man braucht wirklich nicht unbedingt ein Gehäuse. Aber egal. Also so 6 Komponenten mindestens braucht man unbedingt, um einen Computer zum Laufen zu bringen. Im besten Falle 7 wegen Lüfter, na gut 8 wegen Grafikkarte braucht man dann eben auch noch. Zum gescheiten Spielen und all. Aber ja, egal. Und naja, dass sie jetzt 4 Jahre später
immer noch keine Konsole haben, die eine Konsole, die vor 4 Jahren eben erschienen ist, schlagen können. Na, Nintendo, ich weiß ja nicht. Also eine Konsole, die vielleicht ein bisschen besser ist als eine Wii U, die jetzt auch leistungstechnisch nichts Atemberaubendes ist. Weil sie war damals schon schwächer als die PS4 und all. Was gut, die kam auch ein Jahr später raus, aber egal. Aber ja, ich würde schon sagen, dass ein bisschen... gerade heutzutage vielleicht ein bisschen blöd. Ich weiß nicht. Weil... ja, Leistung... gut, man kann jetzt sagen, ist nicht das Wichtigste, was es gibt, aber... heutzutage achten schon einige auch auf Grafik. Diese ganzen Grafikhuren und... wenn die dann nicht gegeben ist, dann fangen die wieder an zu meckern. Weil denen das Spiel dann zu scheiße aussieht oder so und dann holen die sich's nicht, weil... keine Ahnung, aber gut, die sind dann bei einer Konsole sowieso falsch aufgehoben. Die sollten dann am besten direkt zu einem, PC wechseln. Hier ist nebenbei der Eisstein, womit man ein Evoli zu einem Glaziola entwickeln kann. Wenn man es hier so einem Level-Up verpasst. Und ich glaube, wir kommen heute nicht mehr im Blizzard an. Das ist schlecht. Yay, sie findet uns. Und... ja, ich weiß nicht. Ich bin jetzt auch jetzt nicht gerade jemand, der unbedingt ein... na gut, okay, beim PC hätte ich schon gerne einen leistungsfähigeren und das will ich ja heute in diesem Jahr noch ein bisschen versuchen zu erreichen. Also eine neue Grafikkarte, ein neues Prozessor, Mainboard, Arbeitsspeicher und so weiter. Soll dieses Jahr schon noch kommen. Und ich habe mir aber überlegt, ob ich dazu dann mal ein paar Videos zu machen, weil das wollte ich ja auch mal gerne wieder machen. Zumindest ein paar Reviews bzw. Unboxings, Tests und so weiter von Hardware und vielleicht auch Software zu machen. Mal sehen. Pipi. Mach doch nicht immer Pipi, Annika. Meine Güte. Hallo Auto. Egal. Ja, und die Leistung. Gut, solange die wenigstens HD anbieten, weil HD ist schon Minimum in der heutigen Zeit. Ist ja schon lächerlich, dass im Fernsehen noch nicht mal HD Standard ist. Also im Free TV. Man muss sich da ja noch extra so ein HD-Modul kaufen, weil die müssen ja noch Geld aus den Taschen ziehen. Für etwas, was heutzutage eigentlich Standard sein sollte, aber egal. Juckt uns doch nicht, Hauptsache Kohle. Aber gut, ich gucke ja schon seit einer ganzen Weile kein Fernsehen mehr. Ich nutze mein Fernsehen eigentlich nur noch für meine Konsolen. Zum Zocken eben. Ansonsten, nö, gar nichts mehr. Ich gucke nichts mehr im Fernsehen. Schon lange nicht mehr. Ich glaube es halt, ja, dieses Jahr habe ich vielleicht sehr selten mal im Fernsehen angemacht, um mal wirklich Fernsehen zu gucken. Weil meistens nach der Arbeit gehe ich eben am PC, mach da was oder ja, guck über die Wii U auf YouTube ein bisschen was oder mal sonst irgendwas an der Wii U oder sonst. Oder mal sonst irgendeinen Scheiß da. Von daher, Fernsehen nutze ich eigentlich nur zum Zocken. Und naja gut, ich glaube dieses Portable, weil ja, Akku ist eben auch so eine Sache mit 2 bis 6 Stunden. Was sie ja angeblich halten soll, der Akku. Was auch schon ein bisschen knapp ist, aber naja. Wenn Nintendo meint, das wäre genug, dann ist es eben so. Ich habe ja schon gesagt, es wäre zumindest schön, wenn sie einen austauschbaren Akku anbieten würden oder wenigstens eine Powerbank anschließbar ist, sodass man das eben unterwegs aufladen kann. Aber ich denke mal, das wird möglich sein. Also zumindest die Powerbank. Die sollte, denke ich mal, schon möglich sein. Ansonsten müssen wir mal schauen. Und ja... was ja ansonsten noch so ist, Nintendo hat ja jetzt auch das mit der Online-Funktion so gemacht, dass man dafür zahlen muss. Ich weiß
Ja, wie viel das ist, weiß ich jetzt nicht, aber wir werden es sehen. Solange es akzeptabel ist vom Preis, würde ich sagen, ist es nicht so schlimm. Solange eben der Server, also die Online-Server dafür auch gut laufen und sie da vielleicht auch ein bisschen dahinterher sind, dass da, was Hacker angeht, nicht so schlimm ist, weil ja, Wii U wird eben auch schon gehackt und bei der Wii war es ja sowieso extrem. Mit dem Hacken hat man ja Mario Kart Wii beispielsweise öfters gesehen, dass da so viele Hacker unterwegs waren. Gut, ich bin ja selber da auch nicht so oft auf Hacker gestoßen, aber das ein oder andere Mal hat man da auch schon ein paar getroffen. Und ja, das, was man dafür bekommt, wenn man das nutzt, ich meine, ein Spiel aus der SNES- bzw. NES-Zeit, also ein Spiel vor, ja, von den alten Konsolen, also Klassiker, und die man dann auch nur einen Monat lang behalten darf, das ist auch ein bisschen, ich weiß nicht, das macht Sony und Microsoft besser, ne? Die bieten das ja kostenlos an, also die bieten das an, wenn man eben PS Plus oder Xbox Live nutzt, dass man diese Spiele dann auch wirklich behalten darf. Und das sind ja auch teilweise AAA-Titel. Also schon, ja, gute Spiele, also, ja, bekanntere Spiele teilweise. Und wenn man die dann auch behalten darf, das ist schon echt nice, muss man sagen. Und wenn Nintendo das ja nicht mal anbietet, sondern dass man eben diese alten Klassiker dann nur für einen Monat lang behalten darf. Ich finde, das ist ein bisschen blöd. Also, wenn sie schon auch nur so alte Spiele anbieten, dann hätte ich ja zumindest gesagt, dass man die dann auch einem schenkt. Und man sie dann eben unendlich lang spielen kann. Aber nein, sie machen es so, dass man die Spiele eben nur einen Monat lang kostenlos dann spielen kann. Gut, was wahrscheinlich schon ausreicht, um diese Spiele natürlich zu, durchzuspielen und all, aber naja, ich weiß nicht. Wenn man da dann noch weniger guten Inhalt hat oder so für das Gebotene, da würde es meiner Meinung nach sich nicht mal unbedingt lohnen, zumal für mich würde es sich wahrscheinlich nicht mal lohnen. Weil ich nicht mal so der Online-Spieler bin, muss ich sagen. Also viele Online-Spiele spiele ich gar nicht. Mario Kart habe ich ja auch größtenteils eher, ja, für Aufnahmen online gespielt, aber ansonsten, nö. Ansonsten eher, offline. So, okay, ist hier noch ein Trainer, weil wenn nein, dann gehe ich jetzt noch in der Blitzach, dann mache ich eben nochmal kurz etwa eine längere Episode. Wenn hier aber keine Trainer sind, dann können wir jetzt einfach nach Blizzard gehen und gut ist. Da habe ich mein Ziel für heute zumindest noch erreicht. Das würde mich zumindest freuen. Ansonsten, wenn ich jetzt noch einen Trainer sehe, mache ich davor Cut, weil darauf habe ich keine Lust. Aber nein, hier sind keine Trainer mehr. Das ist super. Herzlich willkommen im Blizzard. Oh yeah. Gut, dann machen wir hier im Pokémon Center jetzt mal Halt und einen kleinen Cut, denn ich würde sagen, das war's mit Pokémon Diamant für heute. Wenn euch der Park gefallen haben sollte, lasst gerne ein wenig Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch überlassen. Gerne mit einer kleinen Bekundung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Part wieder dabei sein werdet, wenn wir hier im Blizzard weitermachen und die Arena betreten werden. Jo, bis dahin. Ciao, ciao, Leute.